Hallo, da sind wir wieder. Pippa und Kitze. Wir spielen bis halb drei. Sind hier immer noch auf diesem Turm. Pippa hat sich inzwischen mal kundig gemacht und Tatsache können wir hier nichts ausrichten, bevor wir nicht den Auftrag kriegen. Wir sind hier über einen Auftrag gestolpert. Mhm. Der ist ja auch eingetragen, die weiße Dame. Mhm. Aber meistens kann man die Aufträge ja auch erfüllen. Das ist ja auch wichtig in so einem offenen Spiel. Nur in dem Fall geht es einfach nicht weiter. Ist nicht gut? Nö. Aber ich sehe hier auch nicht, wo es hier weitergeht. Ich will hier raus. Musst du mal eine Treppe runter vielleicht, ja? Ich glaube, es waren einige. Nicht hoch, sondern wieder runter, oder? Ja, ich suche sie. Du bist jetzt im Keller. Kann natürlich auch bin sein, ich jetzt im Keller schon wieder gelandet? Das kann auch sein. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Ja, hier geht es doch raus, ja. Mensch. Nee, hier ist der, Balkon. Nee, ist völlig korrekt. Geh wieder raus. Runter. Hier geht's weiter hoch. Nein, fahren wir nicht voll runter. Und hier geht's runter. Das ja. War schon richtig. Da muss ich ja auch irgendwo rausgehen. Ich wusste nur nicht, wo du gehen. Bist. Aber wow, da bist du jetzt wirklich raus in dieses schreckliche Wetter. Er nimmt sogar ausnahmsweise die Leiter. Warte, ist gut. Brav. Gibt's noch eine. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt's hier noch eine Leiter. Sag mal, Gerald, brauchst du eine Taschenlampe? Ja, bitte, mach Licht. Mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da gehst du dann wieder hoch. Wenn wir müssten wir ja auch raus. Ja, hier geht's runter, da ist eine Treppe. Da war eben eine. Ja, da geht's doch runter. Geh doch runter, Gerald. So, hier geht's nochmal runter. Und dann müssten wir ja langsam mal unten sein. Warum, wenn wir nicht im Keller gelandet sind? Aber eigentlich müssten wir auf eine Tür gehen. Nee, jetzt sind wir draußen. Mhm. So, ja, ist manchmal ganz schön schwierig. Endlich draußen. Mit den Treppen. Ja. So, ja, der hat uns ganz schön lang aufgehalten. Okay, dann zucken wir, suchen wir hier. Ich meine, man weiß es ja und nicht. Da und dann da und dann gehen wir nach Novigrad. Genau. Man kann es ja nicht wissen. Nee. Aber normalerweise geht es ja dann auch weiter. Und eigentlich müsste man bei diesen offenen Spielen den Auftrag dann auch wirklich vor Ort bekommen. Wenn er schon immer wieder sagt, erkunde die Turmruine mit Hilfe deiner Hackerin, dann müsst ihr eigentlich sagen, geh zum Anschlag, wir holen dir den Auftrag oder so. Ja. Und nicht so ein Shit. Oder geh zumindest zum Auftraggeber, der den Zettel am Anschlagbrett angebracht hat. Genau. Gerald, hier lang. Ja, Gerald hat es heute mit schwierigen Wegen. Hat er doch immer. Oh, das ist kein guter Husten. Nee, das klingt gar nicht gut. Nee. Man husten ist nie gut, aber der klingt schlecht. Was soll das Gesicht? Ganz schlecht. Hab kein anderes. Hat einen Namen, hat die Frau. Nö. Nein, hat sie arme nicht. Arme Städterin heißt sie. Stimmt. Ist auch ein Name, oder einfach nicht? Ja, da war bösen Husten. Die sollte mal zum... Ich bin ein bisschen weit weg vom Onkel Doktor gehen, ne? Also hier war nichts weiter Interessantes. Dann haben wir hier da noch war nur eine arme Hütte. Städterin. Mal sehen, ob das noch eine arme Städterin ist. Dabei sieht es ja so dörflich aus. Oder ob es ein armer Bauer ist. Hm. Ja, man weiß ja nie. Das ist ein Mädchen. Ein Mädchen ist hier. Und ein Bauer. Ja, und schöne grüne Bäume. Ach, eine Honigbäume. Was? Warum sind hier so viele Honigbäume? So. Hast du ihm jetzt aus seinem Bienenstock den Honigwaben geklaut? Den Honig aus seinen Bienenwaben geklaut. So schön. Ich kenne dich nicht. Geh weg. Ja. Na gut. Ist auch besser, dass du ihn nicht kennst. Er hat euch gerade die Hallo Wachhund, der spricht die mit uns. Hä? Aha. Ja, gut. Ja, du. Hä? Hab ich auch nicht. Auch hä? Ist das ein Wetterchen? Das ist ja fast wie im Bilderbuch. Hier gibt's eine Anschlagtafel. Die gucken wir uns gleich mal an. Das ist aber ein Albtraum-Bilderbuch, oder? Hoppsa. Ja. Ja.
Gänsemöse. Also wirklich. Aha. Ein Zwerg sucht weibliche Begleitung. Egal ob Mensch oder Zwerg. Ich bin klein, meine verbliebenen Zähne sind gelb. Was ich an Haar noch übrig habe, verschwindet zusehends. Kann ich tanzen, bin ich sehr wortgewandt und der Fluch des Reichtums betrifft mich nicht. Der Name passt ganz hervorragend zu mir. Interessierte Damen können ihre Visitenkarte senden. Ach, das ist so. Aha. Zopfgehenke. Ein geläutertes Opfer. So. Inwiefern geläutert? Oder nie wieder spielen oder was? Gezickten Karten, ja. So. Kein Samt aus Nasaia wollte ich doch gerade kaufen. Tja. Na gut. Ja, auch na gut. Wir haben es nicht so mit Gedichten oder Oden. Nee. brauchen wir Geld? Ja, das braucht man doch immer, oder? Na gut, können wir uns ja verdingen. Groß genug sind wir ja. Was, jeder Dritte von Zwergen und Halblingen ist ein Säufer? Na, ich weiß ja nicht. Tja. Und ein Teufel in den Wäldern, ein Hexerauftrag. Aha. Gut. Boah, klingt doch mal ganz interessant, aber für ein Herzhang nicht schlecht. Ein Schlagbrett und da steht dran anzünden. Naja. Aber ich glaube, damit ist nicht das Anschlagbrett das ich gemeint. Auch. Ja. Finsternis. Oh, genau. Überall Finsternis um mich herum. Ja, ziemlich finster ist es. Ja. Für den sogenannten heller lichten Tag. Aber dazu muss man gar nicht besoffen sein. Das ist hier überall Finsternis. Hm. Du nimmst das in die Kneipe. Du bist ja schlimm. Mit meiner Hoffnung auf das ewige Feuer. Ich bin das ja nicht. Aha. Na, das ist ja dieser komische Typ hier, der alle Leute bescheißt beim Spielen. Brian Hodge. Wer bist du denn? Willkommen, Meister Hexer. Halbling, ne? Aha. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nahe am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Ja. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann, eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Hoffentlich kein Waldschrat. Ja. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Genau. Ja, 300 das so dürfen schon sein. Genau. Die haben lustige Ohren, ne? Kleinen Halblinge. Ja. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Okay. Na gut.
Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Oh ja, das ist eine präzise Wegbeschreibung. Ha? Hier, hier klingt immer gut. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Ja. Karten hat er. Man sieht, wir haben gar nicht mehr so schrecklich viel Geld. Nö, haben wir nicht, aber es wurscht. Ah, er hat's Coyotel. Verbrennen ist auch ganz gut. Und er hat eigentlich von allen was. Immer gut. Was ist denn das? Ein Schnaps? Ne, brauchen wir nicht. Ne. Wir haben so viel Zwergenschnaps. Okay. Wir können anderes Mal spielen. Bis dann. Schwere Zeiten. Wow. Eine Hure, also wirklich ein Hurenhaus. In der normalen Kneipe. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Noch eine. Na ja, warum nicht? Was ist das denn für ein Etablissemang? Hey, fass mich bloß nicht an! Habe ich nicht vor. Nee. Nö, es sind Frauen, Reisende. Meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Na gut, dann gehen wir wieder. Also der Stern ist nicht hier. Scheint nicht so, nö. Was es eigentlich für ein Auftrag ist und welchen Level er verlangt. Können wir mal gucken. Aber dazu sollte ich vielleicht mal auf die Quests gehen. Ja, die weiße Dame, die können wir ja ruhig löschen. Wie heißt löschen? Geht sowieso nicht. Löschen können wir sowieso nicht. Das ist die Bestie von Ehrendorf oder welche Bestie ist das? Puh, woher soll ich das wissen? Nee. Nö. Nein. Gule zwischen den Hütten war es auch nicht. Lindenthal ist es nicht. Nein, der sowieso nicht. Der auch nicht. Das müssen wir auch mal machen. Hm? Ja. Oh ja, ist 12. Das müssen wir langsam mal angehen, ne? Ja, Herr des Waldes. Herr des Waldes. Aha. Oh, 25. Ja, ich würde sagen, das Ding aus dem Sumpf ist eher was. Der wird noch ein bisschen warten müssen. So ist es. Ja, jetzt wollen wir erstmal einen Schmied finden, der unsere neuen Schwerter fertigen kann. So, hier sind wir wieder raus, auf der anderen Seite aus dem Dorf raus. Hatten wir ja eigentlich vor. Und dann können wir uns das Ding aus dem Sumpf mal vornehmen. Ja. Ja, zum anderen Anschlag bringt wir. Hier sind wir, da waren wir ja, dann gehen wir jetzt hier hin und dann darüber und dann über die Brücke da rein. Machen wir die Kraft. Okay. Ja, da gibt es natürlich dann auch einige Aufträge, aber wir werden jetzt mal andere Aufträge machen, ne? Ja. Wir wollen erstmal wirklich nur gucken, ob wir da einen Schmied finden. Hallo, Plötze. Plötze, falls du jetzt gerade unter dem Baum stehst, tut uns sehr leid, aber wenn wir leiden, sollst du doch auch leiden, klar. Ja. Komm schon! Gut. Muss mal ein bisschen trainieren. Ich reite aber in die völlig falsche Richtung. Oh, da war jetzt eine Ding erscheint. Na du? Ah. Nein, das sieht mal aus wie ein Untergang. Was mache ich denn hier? Nein. Den Fehler, den sie alle immer gerne machen. Blödsinn. Die machen irgendwo am Bein und die sehen wir durch das Wort aus dem Kreis. Mann. Ja, ja. Ah, jetzt hat sie sich wieder vervielfältigt. Hat man sich, warum man überhaupt eine Macht in diesem Kreis hat? Ja, du hast ja mal einen was du eigentlich gerne willst. Na. Ach so, war das bis jetzt so schlimm? Ja. Man muss ihm doch eine Chance lassen. Natürlich. Nein, also kommt er nicht gut aus. Der Mann, das ist doch nur eine 15er. Den Kampf auch verlieren, wenn du weiter so machst.
Ja, ich hätte natürlich auch. Du hättest. Hätte nützt das nicht. Zum Beispiel was draufschmieren. Was mache ich denn hier? Ja, ich sollte vielleicht mal Geisteröl nehmen. Vampir, Konstrukt, Verflucht, Okoid, Insekten, Hybrid, Geister. Wusste ich doch, dass wir haben. Ja, ich weiß, dass wir es haben, natürlich. Auf Silberschwert am besten. Aber was denn? Und wir sind da immer noch. Ja. Man weiß bei diesen Nieren noch nicht, wie viele davon kommen und wie lange die kommen. Seid jetzt ihr jetzt endlich weg? Es war nur eine 15er. Ja. Aber die war ganz schön heftig, ja? Auch die ist gar nicht so heftig, wenn man das Richtige nimmt. Zum Beispiel Geisteröl und Irren. Oh, es klart auf. Nett. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir die jetzt kaputt gehauen haben. Jetzt freut sich der Himmel. Ja. Die war schuld. Hatte ich nicht Plätze hier irgendwo geparkt? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, Plätze hat sich erstmal in Sicherheit gebracht. Ja, ich muss sowieso meditieren. Meditieren. Ein Stündchen. So. Plätze. Ja, bei Fuß. Brav. So ist gut. Aber wir wollten ja in die andere Richtung. Ach, sieht schon toll aus hier. Ja, diese blühenden Bäume. Die Erscheinungen haben ein bisschen gestört, aber jetzt sieht es wieder hübsch aus. Mhm. Mit dem kleinen Häuschen. Das Wetter ist auch wieder gut. Langsamer. Hübsch. Blumen. Ist auch nichts weiter hier. Nee, ist nur so ein verfallener. Das ist auch nur so ein Unterstand, wo so Sachen und Werkzeuge drin haben müssen. Auf jeden Fall sieht es malerisch aus. Komm schon! Schrei doch nicht deine arme Plätze immer so an. Das auch nicht. Also der hat einen Umgangston mit der Plätze. Würde ich mir als Plätze nicht gefallen lassen. Ja, ich auch nicht. Dann würde ich auch Dienst nach Vorschrift machen. So, ja. Kannst hier bleiben und grasen. Ah, das ist ein Zwerg und ein Halbling oder was? Also an den roten Ohren erkennst du immer den Halbling. Ja. Hier haben wir so komische roten Ohren. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Ein Elf. Eine ganze Völkerwanderung. Das sind lauter... Nette Klingen hast du da. Lauter Sonderlinge. Sonderlinge nennst du die? Mann von Hacker? Ach, das sind die Leute von Hacker? Wer ist ein Hacker? Ja. Was machen die alle außerhalb der Stadt? Wohnen die in diesem Dorf hier? Bist du auch ein Hacker? Du bist Dinklage, verdammt. Nee, das ist ein Zwerg. Was? Dinklage bin ich? Was heißt das denn nur wieder? Ein Zurückgang. So, Das sagt auch nichts. Aber irgendwo hier in der Gegend war ja ein Anschlag. Ja, genau. Da, da wollen wir ja erst links hin. Erstmal gehen. Bevor wir über die Brücke gehen. Da lang. Da hat sich doch ein dunkler Zwerge haben Schneewittchen aus Jungfräulichkeit gemacht. Hast gehört? Man hat irgendjemand Schneewittchen aus Jungfräulichkeit gemacht. Was willst du? Ein Doppler. Das ist die kräftigste Kuh nördlich des Ponta. Kräftig? Du etwas, Meister? Der schleift doch der Euter über den Boden. Pass auf, das verwechselst du nicht dein Revier. Ist der Markt hier nett? Ich verlange schon genug. Du brauchst verrückt. Das ist leider die Wahrheit. Weiß nicht, woher sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. Oh, meine Liebe, du wirst überrascht. Ja. Unsere Katzenfreundin war früher der Kopf einer Bande. Sie haben die Gräber von Elfen geplündert. Oh. Ich bin mir sicher, dass sie viele Schätze versteckt hat. Oh, wow. Saisonarbeiter zur Gurkenernte in Nazaire gesucht. Wäre doch was für dich hier. Ja. Geralt, Gurken. Oh.
Die weiße Dame, die weiße da ist ja Dame. Jetzt haben wir den richtigen Auftrag. Wissen wir, wo wir hingehen müssen, ne? Lass mal lesen. Ja, ja. Erscheinung, Heimgesuch? Haben wir nicht gerade eine Erscheinung umgebracht? Ja, aber das war wohl eine andere, ja? Nur die Erscheinungen sehen alle aus wie Jungfern. Tja, mit langer Zunge. Ja. Ach, die Bitte von Ignatius. Kein Interesse an einer erneuten Heirat. Und ein Quint-Turnier. Das wäre doch was mit hohen Einsätzen, ja. Aber überdurchschnittliches Blatt erforderlich. Ich fürchte dabei. Das hast du noch nicht. Ich haben wir ein Problemchen. So das, da hapert's noch ein bisschen. Okay, guck mal, hier ist ein Fragezeichen im Wasser. So. Na, dann gehen wir doch mal ein bisschen baden, bevor wir über die Brücke gehen. Vielleicht gibt's da einen Schatz oder sowas. Geld können wir immer brauchen. Was sind das für komische Gestalten hier? Guck mal. Hä? Hä? Zwielichtige Person. Zwielichtige Person ist das. Na, die sieht schon so zwielichtig aus. Wenn man nur sofort eine zwielichtige Person erkennt, weiß ich auch nicht. Und wenn ich als Schuldeneintreiber anhören würde. Oh, niedlich. Hexer eignen sich nicht als Schuldeneintreiber. Ah, hier haben wir wieder. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Boah, kann schon sein. Wer wurde da jetzt gerade gefragt? Keine Ahnung. Meinst du, Geralt war gemeint? Oh, weiß ich nicht. Ha, guck mal, Schmuggler versteckt. Ah, natürlich. Aber das die ist so flach, hier kann man doch gar nicht Fässern tauchen, festgebunden. Mensch. Na, wenn ein Fisch drin schwimmt, dann kannst du auch drin schwimmen. Hey! Was denn? Was haut dein ab, wenn es. Ist doch nicht in Ordnung. Hey. Das ist ja so flach hier. Och, das war doch ganz nett. Das können wir öfter spielen. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Aber du hast keine Angst, nicht? Nö. Gibt ja einige Anderlinge hier in der Umgebung der Stadt. He? Ja. Sei gegrüßt, Hexer. Grüß dich auch. Ärger? Nö. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ein edles Ross. Regeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Ja. Gesotze wie du schleicht überall rum. Genau. Was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung. Wow, die ist aber auch ein Gang drauf. Ach, kannst du wirklich sitzen? Hey, ne? Oh ja, doch. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen was rein. Was die wohl für ein Beruf? Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das klingt gut. Ich habe gar nicht zugeguckt. Wie war das? Zugehört. Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Die Dame. Jonas hat geschworen, dass es hat. Ach, guck mal, hier ist ein Schmied. Ja, wir brauchen einen Gesellen. Hat er die Reparatur geschafft? Nein, er hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Jonas hat geschworen, dass es hat. Was? Das ist ein Schmied? Hä? Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Knödel. Donnerwetter. Ein Wattgern in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt.
Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Eigentlich wollten wir einen Schwertschmied suchen wir. Na gut. Knödel in Ehren kann keiner verwehren. Ja, mal sehen, wie die Knödel sind. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, wir brauchen einen guten Schwertschmied. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Aha. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hacker? Haben wir doch gehört? Aha, hier, das waren doch Hackers Leute, ja. Die Zwerge, der Trupp da am Ufer. Ernst van Horn. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat, mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafgar zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich hab nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und hab verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz. Und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Ah, scheint ein ziemlich korrupter Haufen zu sein hier in Novigrad. Ja. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ja, klar. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja, vor allem können er und Hacker sich nicht leiden. Unter dessen Schutz steht ja Van Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Ja, klar, zieh klar, mal an der Leine hinter uns her wie ein Wackelentchen. Ne? Na gut.
Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Kaum haben wir... Wenn Schwert und Knödel, was ist denn von wegen Level und so? Ja, kaum haben wir einen Schwertschmied gefunden, ist er schon wieder futsch. Ist er uns entschlüsseln heutzutage? Wir müssen einen Schluss machen. Wir können ja kurz mal reingucken, was für ein Ding das ist. Wir gucken mal, was das für ein Level ist. Das auch ein Hexeauftrag. Oder ist ein Nebenquest? Ja, Nebenquest. Nee, hier, von Schwertern und Knödel. 24 können wir noch gar nicht machen. Den können wir noch nicht. Müssen wir jetzt wohl doch irgendwo einen anderen Waffenschmied aus. Da müssen wir uns nochmal umgucken. Na gut, das machen wir dann noch. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ach ja.